Winnie-Pooh war eigentlich nicht mehr Kindheitsbegleiter. Meine früheste Erinnerung, die ich hatte an Pooh, war eigentlich die Zeichnungen von Shepard, die mir wahnsinnig gefallen haben und mich auch sehr emotional berührt haben. Und das, was mir halt auch mich wahnsinnig inspiriert hatte, dieser rote Pullover von Pooh, er hat mich immer eigentlich an ein Herz erinnert. Und der Film wirklich eigentlich um das Herz geht und eigentlich um Liebe geht und eigentlich wieder diese Entdeckung von seinem inneren Kind, der Chris Robin, der sein inneres Kind verloren hat, es wiederentdeckt. Und das also ist schon sehr schwierig, diese Balance zu halten, vor allem als Kreativschaffender oder als Filmemacher, weil da hat man dann diese Deadlines und dann arbeitet man dann schon scheinbar 7 Tage die Woche bis um 2 in der Früh. Aber dann natürlich, wenn es zu Ende ist jetzt, dann ist dann gar nichts. Und da kann man natürlich auch ein bisschen Zeit für sich selbst nehmen und für die Leute, die man mit denen man gerne zusammen ist. Was mir wahnsinnig mal bei Pooh gefallen hat, und zwar ungefähr vor 15 Jahren, habe ich The Tower of Pooh gelesen und habe dann die ganzen Poohisms entdeckt. Und was ich so toll fand an Pooh ist, dass er was wahnsinnig Kindliches hat, aber dann auch eine unglaubliche Weisheit hat. Und deshalb ist der Film eigentlich der neue Chris Robin für Kinder und auch für Erwachsene, so dass man die Balance hat. Hallo, Miss. Hallo. Hast du irgendeinen Wunsch? Ich hätte gern 5 Tassen Tee, bitte. Natürlich. Und etwas Milch und Zucker und Honig. Honig bitte. Ganz viel Honig. Also die Animation, die war mir sehr, sehr, also sehr wichtig, weil ich wollte, dass der Bär sich wirklich anfühlt, als der Chris Robin mit dem gespielt hat und den wirklich auch so umarmt hat und das so ein Vintage-Look ist. Dass, weil der Bär wurde ja kreiert in den 20er Jahren. Unser Film spielt, das meiste vom Film spielt nach dem Zweiten Weltkrieg. Und es war so die Idee halt, dass man wirklich das Gefühl hat, der Bär ist, hat, also, und seine Freunde, die haben wirklich so ein bisschen Wear and Tear. Christopher! Tigger! IA! Ferkel! Mein Plan hat funktioniert, ich weiß nicht, wie ich das mache. Das ist also sehr, sehr wichtig, dass der Humor ein Ausgleich wird durch den Christopher Robin, weil kann, also es vor allem umso, also ich finde halt, dass die Tiere ja so lustig sind und es während den Dreharbeiten natürlich auch ein wahnsinnig amüsiert, weil die Tiere haben so einen absurden Humor. Es ist nicht nur Humor, sondern so eine Absurdität dabei, die ich halt sehr lustig finde.